Es war einmal. Es war einmal ein Referent, den sicher jeder von euch kennt. Er kam zur Versammlung, trat dort auf mit einem Referat. Er tat die Aktentasche legen vor sich, ihr werdet sehen, weswegen, und häufte um sich viel Papier und sagte laut: Beginnen wir. Er sprach schon eine Stunde lang. Er sprach von dem Zusammenhang. Er sagt, die Frage steht konkret. Er sagt, dass sie noch schärfer steht. Die Lage hat sich zugespitzt. Die Bourgeoisie im Drecke sitzt. Und sprach darauf im Zuge weiter von der erhöhten Stufenleiter, vom dialektischen Prozess. Die Aktentasche nimmt er jetzt und zieht daraus ein Langzitat und dehnt damit das Referat. Er schreit, der Moloch, Kapital! Und reiht bedächtig Zahl an Zahl die Situation. Sie schreitet fort vom Plenum, sagt er auch ein Wort, und reift heran als neue Welle. Das sei auch wichtig für die Zelle, die er besucht, als Referent, und deren Arbeit er nicht kennt. Der subjektive Faktor sei jetzt objektiv auch die Partei. Er zieht den Schluss, man muss, man muss, man muss. Nur sagt, was ihr zu sagen habt. Sie saßen da als wie erschlagen. Sie hatten wirklich nichts zu sagen, denn da er sprach im Großen und Ganzen, war jeder damit einverstanden. Der eine dachte, ach, wie schade, schöne Zeit, so geht sie hin. Schad, dass ich hergekommen bin, doch keiner sagt's. Der Referent, er hätte sich sicherlich gekränkt. Der Referent, er war schon froh und dachte, umso besser so, Beweis, wenn keiner hat zu fragen, das Referat hat eingeschlagen. Da stand schwerfällig einer auf und sagte, viel ist nicht darauf zu sagen, es war zu allgemein. Ich denke halt, es wird besser sein. Der Referent hätte vom Betrieb auch was gesagt. Ich weiß, dort gibt es allerlei, was wichtig wäre. Ich kam zu diesem Zwecke her. Der Referent riss auf den Mund und sagte weiter nichts als und? Na und? Na und? Sprich dich nur ruhig aus, Genosse. Und hat ihm gleich den Mund verschlossen. Du stellst die Frage zu abstrakt. Dem war's, als würde er jetzt zerhackt und von dem Referent geschluckt, geschluckt und wieder ausgespuckt. Der Referent, der trieb ihn scheußlich in die Enge. Der Arme ging schon unter im Gedränge der Phrasen und da sagte er ganz sicher auch was Dummes her. Da schrie der Referent, Genossen! Es war, als würde scharf geschossen. Genossen, hört! Genosse X scheint von der Pest des Opportunismus angesteckt. Na klar, dem blieb die Spucke weg. Und damit niemand hier im Saal auf falsche Gedanken kommt, möchte ich hinzufügen, das hat Becher schon in den 20er Jahren geschrieben. Da hat er noch nichts von der späteren Gründung der Deutschen Demokratischen Republik gewusst. Und da hat er auch noch nicht geahnt, dass er einmal der erste Kulturminister der DDR werden wird.